Jo Leute, willkommen zurück zum Monatsspecial. Warum sag ich? Jetzt sag ich normalerweise nie beim Monatsspecial so. Naja, egal. Passiert. Ja, ja, halt die Klappe. Ich hab nicht überzogen, was mich sehr freut. Kann mir mal einer sagen, wie ich den jetzt aufhalten soll hier? Euch ist bewusst, ich bin hier auf einer Arena, die winzig ist. Tue ich doch schon! Halt die Klappe! Ah, okay, ich muss ihn den Mist hier kaputt machen lassen, oder was? Ja. Also er stirbt gleich, ohne dass ich das eigentliche Ding da gemacht habe. Hallo. Ja, wunderbar. Ganz toll, kannst du wollen. So. Keine Ahnung, wie ich den machen soll gerade. Ja, wunderbar. Okay, er läuft gerade von selbst. So. Hopp, 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 hopp. Ja. Hallöchen. Ich kann da wohl nicht runterfallen. Euch ist bewusst, dass ich gerade versuche, eure Stadt so mehr oder weniger zu retten und euch auch. Das läuft dann wieder selber. Okay, komm, 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 komm. Warum komme ich da nicht rein? Ich muss ihm wahrscheinlich erst genug Damage drücken. Kann ich nicht. Du weißt, dass das Ding irgendwie 50 Meter groß ist. Okay. Hopp. Das scheint der richtige Weg zu sein. Okay, das war wieder die Spuckattacke. Nicht so sehr in der Ecke drängen lassen. Okay, er haut random irgendwo hin. Ha! Geschafft. Einmal hier hoch, einmal hier hoch. Wie gesagt, einmal hier hoch, einmal hier hoch, einmal da hoch, einmal da hoch. Hep, hep, hep. Mhm. Kommen wieder Flieger oder?
Haben mich dieses Mal verschont von denen. Habe ich doch. Auf zum Meckern, Kota. Ja, ist mir schon klar, dass ich jetzt über Trümmer laufen darf. So. Das sieht alles sehr stabil hier aus. Das habe ich auch nur ganz knapp geschafft. Hallo! Die bangen ein wenig rum. So. Hallo, Gorok. Der hatte seinen Snack. Der möchte Nachschlag. Aber ich glaube, der ist ein bisschen alt und zäh. Ach ja, richtig. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Hört mal auf, gegen mich zu fliegen. Und... damit kriegst du mich nicht. Ja, wir haben ihn eingeholt. Ich komme nicht rein. Beeil dich. Ey. Wo muss ich denn hinausweichen? Okay. Hi. Und wir haben ihn wieder eingeholt. Eins. Okay. Ja, würde ich ja gerne. Ich weiß nur nicht, wie ich ausweichen kann. Also das weiß ich halt wirklich nicht. Kriege ich mal irgendwo Leben? Das wäre super nett. Jetzt bin ich tot, oder was? Okay. Ja, bin doch dabei. Bin doch schon dabei. Wie soll ich den denn bitte ausweichen? Kann man denn überhaupt ausweichen? Es bringt nämlich gar nichts, wenn ich nicht ausweichen kann. Da bin ich wieder nicht schnell genug oder stark genug, habe nicht genug Leben am Ende, dass ich Kota retten kann. Okay, also so kann ich zumindest eine Rolle machen. Moment, ich kann aber noch anstelle von... Ne, anstelle von Wut. Glaube ich, ist das besser. Was bist du denn? Korrosion.
möglich, dir korrosiven Schaden gegen Gegner zu bewirken. Bringt's halt nicht gegen einen organischen Gegner. Haha! So weicht man aus. Und sehr schön. Ups. Eventuell bin ich gegen einen Felsen geflogen. Aber eventuell ist der Felsen auch gegen mich geflogen. Komm schon, Nahkampf, jawoll, und erledigt. Ha. Blöder Gegner. Und hinterher gejumpt. Hinterher. Das erinnert mich an eine andere Szene aus einem Anime zum Beispiel, der schon eine Ewigkeit abgeschlossen ist. Zumindest der Teil der Serie. Da ist so ein kleiner Junge auch durch ein Monster geflogen. So weit hatte ich nicht vorausgedacht. Hoffentlich erreicht sie uns rechtzeitig. Ja, das habe ich auch. Weißt du, wir befinden uns irgendwie so eine halbe Stunde im freien Fall und dann landen wir auf einem Schiff drauf und dann, ja, ist kein Problem. Easy. Garantiert. Nicht. Juno. Wo ist sie? Ich weiß nicht. Aha. Was? Die Rebellenflotte ist verstreut im Outer Rim. Ich habe den Kontakt zu ihrem Schiff leider verloren. Deine Allianz ist auf der Flucht und ich habe einen Trupp verloren. Aber jetzt können wir gegen das Imperium kämpfen. Wir brauchen einen großen Schlag, um die Truppen zu sammeln. Ich bin nicht er. Ich mag blind sein, aber immer noch mit der Macht verbunden. Hör mir nicht zu. Ich bin nicht Starkiller. Ich bin ein Klon. Ich wurde gezüchtet in einem Glas als ein Ersatz. Hat dir Vader das gesagt? Mhm. Ja? Das glaube ich nicht. Niemand klont einen Jedi. Bislang zumindest. Und ich spüre, wie stark du bist. Wir können diese Stärke einsetzen. Ihr kennt mich nicht. Und was ich auf Kamino durchgemacht habe. Kamino? Wenn du der Allianz Informationen über die dortigen Kloneinrichtungen geben würdest, könnten wir einen großen... Nein! Ich will nur ein Ort, um über alles nachzudenken. Zum Meditieren. Zum Verstecken? Bis ich sie finde. Wir sind im Krieg und du willst einen Ort zum Denken? Die Allianz wird zerstört werden, während du durch die Wälder auf Kashyyyk oder die Höhlen von Dagobah spazierst? Die Galaxis stirbt und du findest dich selbst? Wovon redet ihr da? Ich weiß nicht. Nichts. Geh, aha, wohin du willst. Nimm einfach das Schiff. Es war sowieso immer deins. Lass mich am nächsten Raumhafen raus, bevor du dich in den Sternen verlierst. Junge. Okay. Machen wir das mal. Das war Englisch. Das haben sie nämlich nicht übersetzt. Also klar, es heißt auch Dagobah auf Er hat einen schönen Vorsprung. Deutsch. Findet die Frau und bringt sie zu mir. Er wird folgen.
brauche eine Schwadron Sturmtruppen. Sie werden nicht wiederkommen. Das Imperium wird bereitstellen, was ihr benötigt. Das reicht. Wohin geht's jetzt eigentlich? Geht's jetzt nach Kashyyyk oder Dagobah? Geht's jetzt direkt nach Dagobah? Das sieht mir nach Dagobah aus. Das müsste Dagobah sein. Ja. Man sieht auch direkt ein Holocron. Das finde ich super. Man sieht direkt zwei Holocrons. Heißt es Holocrons? Holocrone? So, alle ab. Und der andere war da drüben. So. Aber wie gesagt, die sind nicht unbedingt hier für bekannt, super schwierig zu finden zu sein. Also man rennt eigentlich ständig in irgendeinen rein. Trotzdem sollte man sich halt immer umgucken, weil es, ich glaube, so ein, zwei gibt, die halt doch irgendwo versteckt sind. So, apropos in einen reinrennen. Da ist der nächste. Ich wollte gerade sagen, die waren alle relativ nah am Anfang schon. Oder da waren viele. Also ihr seht's. Im Grunde ist das jetzt nicht unbedingt so schwierig, da die ersten fünf zu finden. So. Ah, die Szene ist cool. Beschützt ihr diesen Ort? Nein, nur ein Zuschauer. Ich jetzt bin. Dann lasst ihr mich vorbei. Dich hierher gebracht, die Galaxis hat. Dein Weg, die sicher ist. Ihr wisst, wonach ich suche? Etwas Verlorenem. Von dir selbst ein Teil. Was du suchst, im Inneren, du wirst finden. Jetzt ist die Frage, im Inneren von mir selbst oder im Inneren der Höhle? Einer der coolen Teile dieser Höhle. Einfach mal die Klamotten-Switch-Höhle. Okay. Ich glaube, das würde mich ein wenig verstören. Juno. Juno. Spricht Captain Eclipse, Defensivprotokolle aktivieren. Schilde vorbereiten und scannen. Sicherheitsdienst zum Haupt.
Oh nein. Es war nur eine Vision. Ich wollte nicht Illusion sagen. Dem folgen du musst, was du gesehen hast. Mhm. Zur Not auch bis ans Ende der Galaxis. Dann machen wir das mal. Kota ist wieder dabei. Hier General Ram Kota mit der Bitte, an Bord der Salvation zu kommen. Autorisierung Talos Harun 10-11-38. Code überprüft. Gut, dass ihr wieder da seid, General. Erlaubnis zum Andocken. Ein Zeichen eines Angriffs. Bleib wachsam. Ein so klarer Blick in die Zukunft wie deiner ist selten unwahr. Und dann wirst du noch froh sein, dass du mich auf Melester aufgelesen hast. Hm, auf Melester hat er ihn abgesetzt. Ist aber weit draußen im Outer Rim. Moment, Melester liegt da und Dagobah liegt ungefähr da, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe. Wie ist der denn dann da hingekommen? Über den nächsten Schritt. Wir sind nicht stark genug für ein bedeutsames imperiales Ziel, aber niemand will durch viele kleine Blitzangriffe Leben riskieren. Juno drängt sie, irgendetwas zu unternehmen, selbst wenn es nur ein symbolischer Sieg ist. Habt ihr ihr gesagt, dass ich bei euch bin? Nein. Besser sieht sie dich erst und erfährt es auf diesem Weg. Ihr glaubt immer noch nicht, dass ich ein Klon bin. Ich weiß es nicht. Aber ich fange an zu glauben, dass es egal ist. Hm. Ein verschlüsselter Codezylinder? Navigationskoordinaten und Pläne der geheimen Kloneinrichtungen auf Kamino. Alles, was die Allianz für einen erfolgreichen Angriff braucht. Ohne deine Hilfe können wir so einen Angriff nicht starten. Das ist richtig. Wir müssen auf die Brücke! Alle Einheiten, wir haben die Energie in mehreren Bereichen verloren. Ich wusste, dass das passieren würde. Wir hätten sie warnen sollen. Wir können sie immer noch retten. Na los! Okay. Na los, dann retten wir mal Juno und irgendwie so die halbe Rebellenallianz. Zack. Was ist los? Ist es das Imperium? Schickt ein Sicherheitsteam in Hangar 7. Scheint fast so, wa? So, ich muss mal eben kurz schauen, was für Lichtschwerter wir gerade jetzt haben. Moment, das ist Lebensentzug. Moment. Wählen. Hauptwaffe. Fokus ist... Okay, Machtkräfte verbrauchen weniger Energie. Nee, dann müsste ich wieder zurück. Hier, mein Geistertrick. Sehr schön. Aber gab es nicht noch... Ha. Dann habe ich das wohl falsch im Kopf. Oh, Hallöchen. Aber mit was verwechsel ich das denn dann? Ich dachte immer, es gibt hier eine Fähigkeit, mit der ich automatisch irgendwie so rumhüpfen kann. Proxy?
man alle instant killen kann. Ich dachte, du wärst tot. Oh, das ist eine lange Geschichte. Captain Eclipse und Senator Organa fanden mich auf. Wo ist Juno? Ich weiß nicht. Die Imperialen haben sie in Richtung Deck 7 gebracht. Zur Startrampe. Befehl zum Angriff, General. Master! Seien Sie vorsichtig. Wie ist die Lage, General? Nicht gut. Ein Kopfgeldjäger bringt Juno zum Hangar. Wir haben den Kontakt zu der Sektion des Schiffes verloren. Okay. Scheinbar wird dieser Kopfgeldjäger von Eliteeinheiten des Imperiums begleitet. Nicht gut. So. Einmal aufgeladen. Und einmal da so ein bisschen Energie rein. Irgendwie habe ich das Gefühl, den Fahrstuhl zu kennen. Moment, war das der? Nee, das war nicht der. Kam ich hier nicht durch den Boden durch? Ha, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Was in aller Galaxis ist das? Ah, nimm das Ding weg! Achso, ich wollte gerade sagen, was heulst du denn jetzt so? Aber das war ich gar nicht. Aber ich würde sagen, was uns jetzt hinter der Tür hier erwartet, das sehen wir dann gleich im nächsten Part. Also bleibt da dran. Bis gleich.